Ja, und nun herzlich willkommen zurück hier bei City Skylines. Ey, ich muss euch was erzählen. Diese Folge hier, also die dritte für diese Woche und die letzte für diese Woche, die habe ich schon mal aufgenommen. Aber die Videodatei war irgendwie kaputt und ich konnte den Speicherstand nicht mehr laden. Und ich habe mir fast die Haare gerauft. Und ich hoffe, wir sind jetzt auf dem Stand, wie wir zum Ende der letzten Folge waren. Sieht jedenfalls fast so aus, obwohl ich jetzt gerade frage, warum hier so ein Affentheater ist. So, bevor wir hier irgendwie wieder aus Versehen was machen, ich will jetzt hier erstmal irgendwie eine Stromversorgung ziehen, wo wir nicht laufend Probleme haben. Wir haben auch gleich die 13.000 Einwohner. Freut mich schon sehr drauf. Ja, in dieser Folge kann ich euch ja schon sagen, was wir ungefähr machen. Wir werden hier vorne anfangen, ein wenig am Gelände zu arbeiten. Bevor wir das machen, müssen wir aber noch ein paar Sachen tun. Wie zum Beispiel hier das wieder zur Hauptstraße machen. Ich habe mir das so cool überlegt gehabt. Und hatte das auch alles schon geändert. Wie gesagt, diese Folge habe ich schon mal aufgenommen. Aber das mache ich jetzt einfach nochmal alles. Ne, da kennen wir nichts. Zack. Deswegen ist es halt für mich jetzt nichts Neues mehr irgendwie. Die hier sollen ja ohne die Bäume sein. So. Das hier kommt Hauptstraße. Das hier ist die Hauptstraße mit Bäume, weil wir ja da am Park sind. Und dann hier wieder ohne Bäume. Und jetzt sind wir gleich bei den Einwohnern. Das war zu viel. Komm, wir warten jetzt erstmal, bis wir die 13.000 haben, damit wir die Grammatorium-Teile bauen können. Dafür kann ich schon mal was vorbereiten. Hier unten die Straße übrigens kommt auch als diese Straße an. Und hier unten ziehen wir die Straße noch ein Stückchen weiter. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, wie viele Grammatorien wir brauchen tatsächlich. Jetzt wollte ich die schon bauen. Können wir ja noch gar nicht. Der Nebel, huch, der kommt überraschend. Ist für mich jetzt natürlich eine blöde Situation gerade. Das hier hatte ich auch schon umgebaut. In die breitere Straße, die vierspurige. So. Rüber und dann einmal nach unten. Zack. Easy. Und dann können wir nämlich hier die Auffahrten anbinden. Machen wir, glaube ich, wie hinten, dass wir das einfach so da hochziehen, wo. Na, da ist der Ankerpunkt. Machen wir so und dann da ran. Zack. Also ziemlich weit hinten. So, und dann da ran. Sehr schön. Haben wir das auch erledigt? Die verbinden wir nämlich hier mit der Straße. Die Straße werden wir auch ersetzen durch eine vierspurige. Das können wir gleich machen. Dafür weiß ich, dass ich da hier das Stück schon mal wegnehmen muss. Während wir es da, glaube ich, sogar lassen können. Weiß ich gar nicht mehr.
würde es ganz gern so machen. Obwohl es nicht genau 90 Grad sind, ne? Haha, ist jetzt natürlich ein bisschen tricky. Warte mal, wir machen mal kurz so, nur damit ich da einen 90 Grad ansetzen kann. So. Und da haben wir das geschafft mit der Stadt, sehr schön, endlich. Ja, sorry, meine Freude ist nicht ein zweites Mal genauso groß. Das hat mich echt geärgert mit der Aufnahme jetzt schon wieder. Aber sowas passiert halt. Da muss man drüber stehen. Da muss man sich denken, alles klar. Scheiß Spiel spiele ich nie wieder. Wir hatten auch richtige Probleme in der Aufnahme. Deswegen habe ich nämlich hier oben die Stromverbindung gesetzt. Weil natürlich wieder zu einem Problem mit der Stromverbindung kam. Ich meine, was wäre chaotisch, wenn dieses Problem mal nicht passieren würde? Eine ruhige Stadt. Halt die Klappe. So. Das geht natürlich wieder nicht, oder was? Doch, geht. Nicht schön, aber selten, sage ich immer. So, und dann müssen wir das hier rausnehmen und da dann mit der sechsspurigen. Ich habe übrigens auch versucht, wie das aussieht, wenn wir die Brücke nicht mit der sechsspurigen Straße machen. Oh, das hat mir gar nicht gefallen. Huch, was ist denn jetzt hier? Das sieht auch jetzt irgendwie komisch aus. Machen wir einfach nochmal. So. Und da drüben machen wir es auch nochmal. So, und einmal vorspulen bitte. Diesmal habe ich das Geld im Auge. Aua. Ah, ich habe Geld im Auge. So. Nee, warte mal. Wäre vielleicht intelligenter gewesen, jetzt erstmal zu gucken. Ob hier drunter überhaupt dann die breite Straße noch passt. Passt nämlich nicht. Die muss aber da drunter passen noch. Also jetzt passt es auf jeden Fall, jetzt weil ich es aus Versehen weggerissen habe wahrscheinlich. Alter, was ist hier schon wieder? Ich habe Probleme mit der Steuerung. Das kann jedem mal passieren, das war die Aufregung. Moment, reden wir hier immer noch über Steuerung? Naja, wenn es besser nicht geht, wa? Ehrlich? Ich glaube, ich sollte das alles erstmal umändern hier in die breitere Straße. Haben wir ein Stromnetz unterbrochen. Ist zum Glück nicht so schlimm an der Stelle. Oh, scheiße, Mann.
So, und dann hier wieder die Straße rüberziehen. Siehst du, und dann passt das auch. Und das sieht völlig beschissen aus. Aber wir können das ja hier... Anhebungsschritt. Oder warte mal, wenn man... Hey, wie habe ich denn das letzte Mal gemacht? Warte mal, ich glaube, wir können jetzt das so langsam absenken. Zack. Zack. Ja, das sieht viel besser aus. Es sieht halt irgendwie total komisch aus, wa? Wenn das so in einen Schwung so extrem nach unten fällt, dann. Ich verstehe auch nicht, warum das da so gemacht wird. Sieht das beschissen aus. Und hier ist das so... Ne, ist auch nicht smooth. Ist alles andere als smooth. Ne, ich will es halt nicht abreißen. Ich will das bauen. Mann, da haben wir uns eine Aufgabe gemacht. Das wird noch der Hammer, glaube ich. Natürlich passt es an der Stelle auch nicht. Ich hätte mich jetzt aber auch gewundert, muss ich ehrlich sagen. Hauptsache, hier passt noch alles. Aber hier müssen wir uns auch mal überlegen, wie wir das ganz genau machen. Zum Glück hat sich's aber zumindest an der Stelle ein bisschen beruhigt. Krematorium, Leute. Krematorium, bevor wir es vergessen. Die sind übelst riesig, die Krematorium-Teile. Bauen wir da eins hin? Ich würde sagen, einfach... Was ist denn hier schon wieder los? An Jeffs Ruh bauen wir auch noch eins. Wir bauen hier noch eins hin. Die müssen wir später dann woanders hinsetzen. Da haben wir schon wieder keinen Strom. Ach, deswegen haben wir jetzt auch gerade wieder Tote. Schnell ändern, bevor hier... bevor hier wieder Katastrophe passiert. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Krematorien wir brauchen. Aber es sieht so aus, als ob wir da schon mehrere bräuchten. Das Gebiet hier will ich ja mir eigentlich freihalten. Für einen Hafen. Wie sieht denn das aus? Da kommt kein Krematorium hin. Hm. So, sieht so aus, als ob jetzt überall ein Krematorium hinkäme. Warte mal. Ach, genau, beim letzten Mal in der eigentlichen Aufnahme hatte ich hier nochmal ein bisschen für Gewerbe gesorgt. Damit die endlich mal aufhören zu meckern. Hier noch. Ich weiß halt auch nicht, warum die da meckern. Was interessiert die denn Gewerbegebiet? Check ich nicht. Aber okay, wenn sie es haben wollen, kriegen sie es.
Vielleicht wirklich, um irgendwie zum Mittag zu essen oder so. So, der wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn er den ganzen Platz genutzt hätte. Also hat er natürlich verkackt gehabt. Selber schuld, hier an der Ecke kommt ein Tante Emma Laden hin. Und da auch. So. Was haben die hier? Brauchen Sombreros. Zu wenig Dienstleistung. Was denn für Dienstleistung? Wir werden uns dieses Problem noch annehmen. Was haben wir hier wieder? Kranke Bürger, kann gar nicht sein. Wir haben ja einen Arzt und sowas alles. Die werden dann abgeholt nach und nach. Mann, 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 das waren wieder ein paar Aufnahmen, ey. Ich habe natürlich wieder einen Haufen Stress gehabt. Zum Glück habt ihr das nicht mitbekommen. Hier an der Stelle können wir jetzt diesen Strommast wegmachen. Den brauchen wir nicht mehr. Ja, ich werde jetzt hier nach und nach mal gucken, dass wir die Friedhöfe, die wir so platziert haben, einfach damit wir endlich keine Toten mehr haben, dass wir die nach und nach rausnehmen. Ich werde einfach mal alle hier ausstellen. Ein paar werden wir natürlich behalten. Jede Stadt hat auch einen Friedhof. Wie zum Beispiel hier unten Jeff's Ruh. Werden wir behalten. Diese hier werde ich auch ausschalten. Und dann müssen wir einfach bloß im Auge behalten, ob das noch alles funktioniert. Oder ob wir da wieder mehr Friedhöfe bauen müssen. Wie es hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von City Skylines. Jetzt habe ich kurz überlegt. Mann, Mann, Mann. Das war chaotisch ohne Ende. Aber ich denke, das wird richtig cool, wenn das hier alles richtig dicht besiedelt ist. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.